Willkommen in der vergessenen Stadt des Goldes. Ein Level, wo ich mich wahnsinnig jetzt schon drauf freue, wenn ich das hier sehe, diese Tomb Raider 2 Golden Mask Texturen. Ich liebe Tomb Raider 2 Golden Mask so sehr und wenn ich das jetzt schon wieder in so modernen Level mit so viel Grün und so sehe, bin ich jetzt schon wieder begeistert, obwohl wir gerade nur eine Rampe runtergerutscht sind. Aber ich bin trotzdem direkt schon wieder begeistert. Das Level heißt Forgotten City of the Gold, also die vergessene Stadt aus Gold sozusagen, hier bei Tomb Raider, Gott, wie heißt denn das? Salvation heißt das. Auf dem Island hier, Forgotten Treasure, die Forgotten goldene City hier. Genau, dann schauen wir uns das doch mal an. Dann gehen wir mal los und schauen mal hier um die Ecke. Hoffentlich sind hier nicht so viele Gegner. Ja. Aber Tiere lasse ich mir ja gefallen. Solange diese Typen nicht wieder hier rumlauern. Ich meine, diese Tiger und so, die haben ja ein Recht hier zu sein. Diese Typen nicht. Was ist denn das? Das sind Yetis? Oh mein Gott. Aber wie sehen die denn aus? Krass. Die sehen so cool aus. Von der Farbe. Und die haben auch noch solche... wie so Diamanten. Oh, sehen die cool aus. Richtig gut. Oh, ich bin jetzt schon mega begeistert von diesem Level. Sehr cool. Ja, hier habe ich doch direkt schon was gesehen. Aber das gehört zu dem Yeti. Ich nenne die Dinger jetzt Yetis, weil ich sonst nicht weiß, was das sein soll. Aber hier war doch irgendwo so... ach, da ist er. Der Schalter. Den ziehen wir doch glatt mal. Gucken, was passiert. Ach ja, da öffnet sich doch da direkt eine Tür. Und da kommt ein Tiger angetigert. Aber im Gegensatz zu den Gegnern, den menschlichen, sind die Tiere hier wirklich sehr entspannt. Obwohl die Yetis waren jetzt, haben jetzt schon mehr weggesteckt. Aber die schießen wenigstens nicht. Oh, seht ihr das? Diese Golden Mask Texturen. Och, ich liebe das. Es geht da für mich, glaube ich, nichts drüber. Oh. Ist das hier schon ein Secret? Jawohl, dann ist ja unser Glück komplett perfekt. Jawohl, noch ein Secret nebenbei abgestaubt. Cool. Ja, das läuft hier echt. Ziehen wir mal den Hebel. Und öffnen wieder eine andere Tür. Hoffentlich wird das nicht so ein Hebel-Türen-Rätsel wie in dem Tempel der Götter von Tomb Raider 2. Nein, ich habe nicht Tempel der Götter gesagt. Ich habe mich diesmal zusammengerissen. Gute Frage, da hat sich das jetzt hier geöffnet. Oh mein Gott. Schreckt mich doch nicht so. Das ist das Fiese an den Tigern und so, dass die so aus der Ecke geschossen kommen und sich erschreckt. Alle Gegner haben so seine Vor- und Nachteile. Die Menschen erschrecken einen meist nicht so. So, was kommt hier unten? Gold. Da kommt doch schon das Gold. Und man weiß auf jeden Fall, warum das hier eine vergessene Stadt aus Gold ist, weil sonst wäre das ganze Gold nicht mehr hier, glaube ich. Oh, dieser Dschungelweg, cool. Oh, wie ich das liebe, da habe ich jetzt auch so null mit gerechnet wieder. Es ist mega. Ist das jetzt Treibsand hier unten? Nee. Was ist das hier für eine komische Ecke? Hier ist doch gar nichts, oder? Ach doch, Munition. Das wollen wir ja nicht als nichts deklarieren. Das ist wichtig, dass wir Munition haben. Da können wir uns nämlich auch besser wehren. Und wo ist jetzt hier der Kriegsspalt? Ist hier oben. Gehen wir da mal rein. Und die Musik ist auch sehr interessant im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr die so laut hört.
Aber wenn ich sie jetzt zu laut drehe, dann hört ihr die, mich wieder nicht und das ist auch wieder kontraproduktiv. Aber jetzt wird die Musik hier gerade eh anders. Ah ne, sie geht nur von vorne los! Oh mein Gott! Wieso kommt da jetzt ein Dino? Oh oh! Oh Gott, der hat uns ja schon! Warum kommt jetzt hier ein Dino? Krass. Da muss ich irgendwo sicher hinstellen. Irgendwo. Ah, hier ist Platz zum Kämpfen. Oh, ist das ein cooler Wald, Leute. Ist das cool. Oh Gott. Ich hasse solche Dino-Kämpfe, wo man sich nicht verstecken kann. Oh Gott, hoffentlich stirbt der irgendwann mal. Oh, wir sterben. Wir sterben. Oh Gott, mit so einem Dino-Kampf habe ich jetzt null gerechnet, Leute. Hilfe! Die Musik passt auf jeden Fall. Immer zurück, zurück, zurück. Wir können ja schon mal zwischenspeichern. Kann man sich nicht irgendwo verstecken, wo der nicht hinkommt? Bestimmt, oder? Auf jeden Fall leben in der vergessenen Stadt noch Dinos. So viel kann man schon mal feststellen. Oder können wir hier rein zurückflüchten? Eher nicht, ne? Wir nehmen jetzt hier gerade mal Medipack. Und versuchen da mal die Höhle da hinten rechts anzusteuern. Oh oh. Oh Gott. Kann man sich hier irgendwo verstecken? Oh fuck. Ja, das ist jetzt eine Challenge, Leute, ne? Da kommt er halt auch durch, ne? Oh, noch ein Medipack nehmen. Wenn das der Tomb Raider 3 Dino ist, der T-Rex, dann ist er halt auch echt heftig, ne? Dann steckt er viel weg. Ist da Wasser? Ja! Yes! Wir haben es gepackt. Cool, und die Musik auch direkt dazu beendet. Und sie geht wieder von vorne los, oder? Alter, das Schilf ist auch geil. Sind hier Spinnen? Aber ich glaube, jetzt ist die Musik entspannter geworden. Aber es geht wieder weiter. Das ist jetzt unsere geschaffte Musik. Oh je, ich mache mir jetzt schon wieder Sorgen um die Musikrechte in diesem Spiel. Nee, ist die Musik von vorhin. Wir haben noch so viel unerforscht. Ich bin gerade so voll lost in diesem Level. Ich glaube, da kommen wir gar nicht hoch, oder? Aber das müsste eigentlich gehen. Wir probieren das nochmal. Es gibt aber noch ganz viel, was ich hier in dem Level gerne entdecken würde. Und gerade den Anfang auch haben wir ja noch nicht alles abgesucht. Und jetzt sind wir irgendwie schon hier. Irgendwie gefällt mir das nicht. Ich habe jetzt so das Gefühl, dass wir irgendwas Wichtiges übersehen haben. Da muss man doch irgendwie hochkommen. Ach, ah ja, ich verstehe. Das ist eine Hangelstrecke. Ah ja. Okay, machen wir jetzt einfach mal. Wir machen jetzt hier einfach mal wild drauf los und gucken, wo uns dieses Level so hinführt. Ich meine, zurückgehen können wir ja immer noch. Wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir jetzt erstmal die T-Rex gemeistert haben. Also der war jetzt echt hartnäckig. Meine Güte. Ich bin null mitgerechnet. Echt nicht. Krass, krass. So, was haben wir denn jetzt hier? Eine Dame mit Feuer. Die hier ein bisschen Licht ins Dunkle bringt. Das ist immer wichtig. Da kommen jetzt schon wieder Tiger. Aber die sind ja gar nichts gegen den Dino, ne? Die sind ja entspannt.
Aber man muss halt trotzdem ausgerüstet sein. Ach, jetzt sind wir hier oben irgendwo. Und fallen runter. Müssen wir nochmal laden? Aber gut, da können wir jetzt gleich die Waffen ziehen, weil wir wissen, dass die Tiger da kommen. Und wenn wir hier oben alles abgesucht haben, dann gucken wir uns unten weiter um. Aber jetzt erstmal die Tiger. Das wäre jetzt schon mal besser. Aber man weiß ja nie, aus welcher Ecke die gesprungen kommen. Da muss man echt immer vorsichtig sein. Okay, und wir springen jetzt mal darüber. Was ist denn das? Ein Zahnrad? Das kennen wir doch aus dem letzten Level. Ah, okay, ich verstehe schon. Das soll so ein bisschen das verlorene Tal, glaube ich, darstellen. Halt mit Tomb Raider 2 Texturen, Golden Mask Feeling. Aber grundsätzlich soll das hier, glaube ich, wirklich ein bisschen verlorenes Tal darstellen. Also gerade die Stelle hier mit dem Dino und dem Zahnrad auf dem Dach. Könnt ihr mir vorstellen, dass wir in dem Level verschiedene Zahnräder suchen müssen. Was ich sehr cool fände, ich suche gern Zahnräder. Das ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen bei Tomb Raider. Zahnräder suchen. Ohne Scheiß jetzt, auch wenn das gerade ironisch klingt. Ich finde das super. Das ist einfach so... so klassisch einfach. Zahnräder suchen ist einfach klassisch. Das gehört einfach dazu. Aber jetzt suchen wir jetzt erstmal hier unten den ganzen Raum in Ruhe ab, ohne dass uns ein T-Rex verfolgt. Weil wir hier, glaube ich, noch nicht alles gesehen haben. So, was denn das hier für ein Tor? Da kommen wir her, ne? Da sind wir hergekommen und da hat uns der Dino überrascht. Und da liegt Medipack, das nehmen wir mit. Die sind sehr wertvoll in diesem Spiel. Das will ich nochmal erwähnt haben. Aber ich will eigentlich gar nicht in eine andere Welt kommen, wenn ich mir das jetzt gerade so überlege. Ich finde das so mega hier alles. Am liebsten sollte die 6 Salvation-Abschnitte alle hier Dschungel sein. Ich finde das so super. Aber ich glaube, so vielversprechend werden auch die nächsten Teile einfach sein. Vielleicht nicht so genau mein Geschmack wie das. Ich glaube, das kann man hier einfach nicht übertreffen. Ich bin wirklich so begeistert davon. Aber ich glaube, alles andere wird auch noch sehr, sehr cool werden. Also das wird, glaube ich, ein mega geiles Spiel hier. Echt, ich habe das richtig im Gefühl, dass das total gut wird. Hier ist ein Gang. Oder? Es ist... Ah, hier, doch, da kann man rein. Okay. Oder sind wir hierher gekommen von dem Dino? Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Ich glaube, wir sind hierher gekommen, oder? Ja, sind wir. Also, gehen wir jetzt hier gerade nochmal zurück und schauen uns nochmal um, was wir hier nicht gemacht haben. Weil wenn wir jetzt gerade schon hier sind, und das war nicht mit Absicht... dann kann man sich ja nochmal den Überblick hier machen. So, dafür gehen wir jetzt hier nochmal zurück. Hier raus, das kennen wir jetzt ja alles. Da waren wir schon. Da waren unsere Yeti-Freunde. Und hier den Startbereich, den Anfang, den haben wir uns noch nicht angeschaut. Also noch nicht richtig. Wir sind jetzt überall nämlich noch Vasen. Wer weiß, ob man da wieder hinkommt. Also da steht eine Frau. Weil jetzt ist ja auch nur so ein Vorgeplänkel, ihr Garten, und wir haben den halt schnell den Ausgang gefunden. Ja, das ist ja der Teil hier, das kennen wir ja. Das gucken wir uns jetzt halt erst nochmal an hier kurz. Okay. Ach ja. Hier brauchen wir was. Wenn wir jetzt hier goldene Masken suchen, dann feiere ich das Spiel, gell? Aber der bleibt schön da oben stehen. Aber die sehen echt cool aus. Sehr, sehr coole Textur. Ja, da konnte man jetzt mal ein bisschen Munition sparen. Ist das ein Block zum Schieben? Yes. Was passiert, wenn wir den jetzt schieben? Geht dann der Yeti da runter oder bleibt er oben in der Luft liegen? Oder bleibt er oben drauf auf dem Block liegen? Drei Möglichkeiten. Und ich wusste, dass genau das passiert. Die unlogischste von allen. Dass er hier oben schweben bleibt. Oha!
glaube, da wollen wir nicht landen. Aber wir müssen den Block auf jeden Fall schieben, um da durch das Feuer zu gehen. Frage ist jetzt, machen wir draußen in dem Dschungel bei dem Dino weiter? Bei dem ehemaligen Dino? Oder hier drin? Das weiß ich jetzt nicht. Wir machen jetzt nochmal ganz kurz einen Überblick hier draußen. Da gibt es aber jetzt auch wieder verschiedene Wege. Seht ihr das? Da geht es auch weiter. Kommt jetzt auch eine große Stelle. Ich glaube, überall findet man vielleicht am Ende eine Golden Mask. Weil da ist auch noch ein Weg. Wo höre ich wieder den Tiger? Egal. Also es gibt hier vier Wege, es gibt vier Masken. Und das ist, glaube ich, ziemlich naheliegend, dass man dann hier wohl die erste Maske finden wird. Und dass man in jedem dieser Gänge eine Maske finden wird. Das kann ich mir so vorstellen. Das macht eigentlich Sinn. Und deswegen gehen wir jetzt doch erst nochmal hierher zurück. Weil wir einfach hier angefangen haben. Und dann machen wir den Bereich erstmal fertig. Aber das war jetzt erstmal wichtig für den Gesamtüberblick, dass wir überhaupt wissen, wie ist das Ganze hier aufgebaut und was muss man wann, wie, wo tun. So, dafür klettern wir jetzt wieder raus und ich verabschiede mich schon mal von euch. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge hier wieder. Kann es kaum erwarten, hier weiter zu spielen, weil einfach jedes Level hier gerade das andere übertrifft und es einfach so mega ist. Also, bis gleich, ciao.